Ja, hallo, dann begrüße ich jetzt hier alle Zuschauer ganz herzlich mal wieder zu unserem UV im Gespräch. Und heute geht es um das Thema der Volksabstimmung in Berlin zum Thema Klimaneutralität bis 2030. Und da wir ja mit unsere Verfassung-Thema eigentlich für direkte Demokratie sind, ist das für uns natürlich ein spannendes Thema, was wir mal ein bisschen jetzt beleuchten wollen, inwiefern diese Abstimmung die sich für sinnvoll halten oder nicht, warum wir da vielleicht ja oder nein stimmen würden oder gar nicht hingehen. Und das wollen wir heute ein bisschen besprechen. Aber ich habe ja mitbekommen, dass der Ralf sich die Mühe gemacht hat, dieses Werk ohne Bewertung mal sich vorgenommen hat und durchstudiert hat. Und wenn ich weiß, dass Ralf die gelesen hat, dann sage ich nur gelesen, dann hat er studiert. Dann vielleicht kannst du ja mal kurz ein bisschen was dazu sagen. Grob zusammengefasst den Inhalt dessen. Stimmt, Lieber oder was dein Ralf. Eindruck ist. Wir können ja jeder mal so sagen, erstmal so ganz grob, was unser Eindruck oder die ersten paar Empfindungen, die man sofort hat zu diesem Thema jetzt, da Na, bei Volksabstimmung. mir geht das verhältnismäßig schnell, weil ich kann mit dieser ganzen Sache sehr wenig anfangen, weil schon alleine das Wort klimaneutral für mich ein absolutes Novum ist. Ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Was stellen sich die Leute darunter vor? Natürlich wird es dann in ihrer Abstimmung sicherlich thematisiert, was sie sich darunter vorgestellt haben. Wir Die reden ja hier Emissionen oft, sollen fast auf 100, also 90% ja, und mindestens dann ist ja reduziert erstmal werden zu vom klären, ist denn CO2. CO2 wirklich der große Klimakiller? Kann das überhaupt sein? Pipapo, das ist ja auch alles noch auf der Agenda. Und dann reden wir hier von Berlin. Wir reden ja nicht mal von Deutschland. Wir reden hier von Berlin. Also im Grunde genommen als Pilotprojekt, ja klar, einer muss anfangen, ist ja richtig. Mag ja alles richtig sein. Und viele Sachen, die dabei auf dem Weg dann auch gebracht werden, können ja auch durchaus eine Qualität haben. Also ja, lebenswürdigere Städte wünschen wir uns ja alle. Ich meine, Berlin ist in der Beziehung eigentlich ganz vorteilhaft aufgestellt, weil wir haben sehr viel Grün in dieser Stadt, sehr viel Wasser auch und diesbezüglich ist ja Berlin eigentlich schon ganz gut unterwegs. Und der Verkehr in Berlin, der ist nun mal, wie er ist. Der ist eine Katastrophe schon immer gewesen, aber nicht wegen den Autos und wegen den vielen Autos, sondern wegen den Baustellen in erster Linie. Und den miesen Ampelschaltungen, das sage ich jetzt als Autofahrer. Ja. Und dass die Fahrradwege ausgebaut werden, ja, alles wunderbar, prima, alles gut. Also, aber da gibt es eben viele Sachen, die zu bedenken sind. Und naja, das Wie ist ja auch würdest du nicht also jetzt der. am Sonntag, magst du das mal sagen, würdest du jetzt am Sonntag da abstimmen oder nicht? Und wenn ja, Also, was? ich werde nicht abstimmen, weil ich dieser Sache einfach mal keine Energie geben will. Würde ich abstimmen, was eigentlich auch Quatsch ist, weil hätte, könnte, wollte, würde, können wir uns seine Haare schmieren, würde ich mit Nein stimmen, auf jeden Fall. Ich bin auch noch wirklich nicht ganz entschlossen. Ähnlich wie bei der letzten Wahl zum Bundestag habe ich dann in letzter Konsequenz dann doch noch mal mich an die Urne dort begeben und habe dann die Basis gewählt. Das habe ich auch wirklich nur wegen der Basis gemacht und ansonsten hätte ich das auch nicht mehr getan. Und genauso geht es mir jetzt hier mit dieser Abstimmung. Okay. Weil zu Ja, viele gut. Sachen ungeklärt sind auch. Die Finanzierung ist fragwürdig da. Wer steckt dahinter? Was will eigentlich unterm Strich wirklich erreicht werden? Und da glaube ich mal, dass die Umwelt das Letzte ist, was da auf der Agenda steht. Da geht es um ganz andere Sachen. Da geht es um die Digitalisierung der Gesellschaft, um die Kontrolle der Gesellschaft und das, was an Maßnahmen dann ergriffen werden muss, um diese Ziel einzuhalten, kann ja nur eine Überwachung sein und eine starke Reglementierung derjenigen, die das nicht einhalten. Und da bin ich schon mal raus, komplett. Weil ich Okay. glaube nicht, dass der Staat sich hier hinstellen kann wie ein Elternteil und jetzt hier mit Zuckerbrot und Peitsche hier regieren darf. Also das kann ja nicht sein. Entweder gibt es da eine freiwillige Basis, auf der sich alle einigen. Und wenn es vernünftig ist, dann werden das auch viele tun. Viele machen es ja auch schon von sich aus. Sei du die Veränderung, die du in der Welt haben willst. Und das ist in meinen Augen der Weg und nicht anders. Keine Reglementierung von oben, Ja. definitiv, nein. Ja, Ralf, Max, genau. Ralf, gib du mal deinen Eindruck. Also wenn man sagt, das Wort klimaneutral passt mir nicht und deswegen mache ich das nicht, finde ich ungerecht.
Ist ja nicht das Einzige, was die gesagt Weil haben, ne? wir haben selber zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen uns sehr schon angestrengt und dann kommen Leute und sagen, bedingungslos und Grundeinkommen. Und weil sie das Wort nicht verstehen, sind sie von vornherein dagegen, ohne zu fragen, was sind denn die Argumente oder sowas. Das ist das eine, was ich dazu von vornherein sagen möchte. Das zweite, was ich sagen möchte, es gibt wohl schon etliche Städte, die das gemacht haben, die dazugehören, die das schon. Und da müsste man mal, ehrlich gesagt, jetzt mal so gucken. Und zwar hier wird behauptet, das wäre Kopenhagen, Paris, Rom, Lissabon und Oslo hätten sich bereits diese entsprechenden Ziele gesetzt und würden die Maßnahmen umsetzen. Also ich Okay, wiederhole. scheint in Paris gerade super zu laufen. Na gut. Du meinst mit der Hat da neben vielleicht uns? nichts mit zu tun. Ja, da halt was los ist, ne? Kopenhagen, Paris, Rom, Lissabon und Oslo. Okay. Also so zu dem Thema. Also das scheint nicht ganz aus der Luft gegriffen zu sein und Berlin sind nicht ganz die Ersten auf dem Sektor. Ja, und wie gesagt, ich gehe noch mal, ich erzähle mal, was in dieser Broschüre steht. Das ist ja auch wichtig in dem Zusammenhang. Also diese Broschüre ist, was mich sehr gefreut hat an so einer Broschüre. Ich meine, es geht um eine Volksabstimmung. Haben die Leute, die da, die Volksabstimmung in Gang bringen, die Möglichkeit überhaupt was Ordentliches zu sagen? Das ist die Frage. Das ist ein sehr ausführlicher Text drin, der das ganze Spektrum umreißt und der beginnt damit, die Umweltproblematik zu zeigen. Ich sage nur ein paar Kleinigkeiten. Das ist ein Pariser Abkommen von, jetzt die 15. Jahreszahl darfst du mich jetzt nicht fragen, das ist aber schon ein bisschen älter, gibt, wo man gesagt hat, bis 2050 soll die Klimaneutralität erreicht sein. Und der ist dann auf 2045 schon vorgezogen worden später. Und die sagen, sie wollen die Klimaneutralität von Berlin bis 2030 haben. Das sind jetzt in 7 Jahre. Also das ist die eine Besonderheit dieser Volksabstimmung. Quasi von 2045 auf, nein, von, ja, doch auf 2030 die Sache schon vorzuziehen. Dazu kommt, dass sie sagen, der vorhandene Gesetzestext muss überall geändert werden, überall, wo drin steht, es soll bis 2045 was erreicht sein, muss jetzt stehen, es muss erreicht sein. Und dass man nicht mehr von Klimazielen spricht, die zu erreichen sind, sondern von Klimaverpflichtungen. Ein Ziel ist was anderes als eine Verpflichtung. Ein Ziel ist, da läuft man hin, wenn man Glück hat, läuft man dran vorbei oder erreicht es nicht. Aber eine Verpflichtung, ist halt, also da wollen sie einfach eine totale Verschärfung haben. Und als Hauptargumente, die sie bringen, die möchte ich auch einfach einmal nur erzählt haben, führen sie an, dass die Klimaziele von Paris damals gemacht worden sind, ohne die wichtigsten oder noch nicht wissend, was tatsächlich alles passiert. Inzwischen durch die Aufwärmung des Klimas löst sich die Tundra und Taiga und alles auf, da im hohen Norden. Da sind unglaubliche CO2-Emissionen zu sehen. Dann auf der anderen Seite der Amazonas, der ist so abgeholzt, dass er an der Umwandlung von CO2 zu Sauerstoff immer weniger Bedeutung hat. Und so zeigen sie eine ganze Menge Gebiete, die so sind, dass man sagen, dass sie sagen, die damaligen Ziele, die werden gewissermaßen durch die Realität schon längst übertrumpft. Da muss man nachziehen, so in der Richtung. Das sind so solche Dinge. Dann sagen sie, dass es nicht nur das Klima ist, sondern der ganze Umweltschutz, der da mit verbunden ist. Die Tierwelt geht ge gewaltig den Bach runter, die Pflanzenwelt hat riesige Probleme und natürlich dann auch die Menschenwelt am Ende. Ne? Dann kommt dazu, dass sie sagen, das ist sehr stark geargumentiert. Ich selber stehe bei Corona auf einer anderen Seite, dass sie sagen, dass durch den Klimawandel auch Corona also gewissermaßen ausgelöst ist, dass das da eine große Bedeutung hat. Und dass man um künftige Infektionen oder künftige Pandemien auszuschließen, da auch tätig sein muss, weil die immer, immer schärfer würden. Und solche Dinge, da wird ein sehr großes Szenarium aufgebaut.
Und dann wird vorgeschlagen, gewissermaßen diese Gesetzestexte zu ändern und tatsächlich bis 2027, nein, bis 2025 70% in Berlin schon einzusparen. Das hat natürlich bundesweit nicht die Auswirkung, aber die Städte sind die stärksten CO2-Emittenten, so dass, wenn man bei den Städten so anfängt, das eine größere Bedeutung hat, als wenn man auf die ganze Bundesrepublik guckt nur. So, und außerdem hat es Vorbildcharakter, so in der Art, so kommt da so einiges zusammen, was da versucht wird, in Gang zu bringen. Was nicht geleistet ist, ist ein Finanzierungsvorschlag für die Geschichte. So, da gibt es also jetzt einen Riesentext, in dem das alles entfaltet wird. Ein großes Panikszenario auf der einen Seite, auf der anderen Seite diese Vorschläge. Und dann gibt es einen zweiten Teil, da sind die Vorschläge nochmal vorgestellt und dann wird immer dagegen gehalten vom Senat, was der Senat hier in Berlin dazu zu sagen hat. Und der Senat sagt, im Prinzip stimmt da total ein, aber er hält das Ziel für eine Überforderung, was nicht zu erfüllen ist. Vor allen Dingen, weil ganz viele Dinge so sind, das muss man, ich erzähle es einfach, wie es da drin steht. Weil sie einfach, weil der Senat sagt, es sind ganz viele Dinge, die geändert werden müssen, die aber nicht in Berlin geändert werden können. Wenn Berlin zum Beispiel sagt, sie würden jetzt nur noch regenerative Energien haben, dann können wir die ja nicht in Berlin aufbauen, sondern wir müssen die von irgendwo beziehen. Und die müssen da erst hergestellt werden. Das ist Bundesgesetzgebung und europäische Gesetzgebung, damit das überhaupt laufen kann. Und das geht nicht bis 2027. So in der Art sagen die da ganz viele, viele Dinge, die einfach, dass es nicht zu erfüllen sei von Seiten des Senates. Jo, das ist so. Und was ist denn dein persönlicher Eindruck? Also wie stehst du denn jetzt ganz persönlich ungefähr so dazu? Gehst du Also da zur Abstimmung und mein ganz persönlicher Eindruck, den sage ich jetzt hier ganz ehrlich. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gelesen. Ich habe mich auf den Friedhof gesetzt, um das zu lesen. Und ich urteile unglaublich ungerne zu schnell. Und ich gucke mir Dinge sehr gerne mehrfach an, bis ich das Gefühl habe, jetzt beißt es oder sowas. Was ich daran sehr gut finde, dass man die Sache wirklich ernst nimmt, wenn sie existiert. Das muss man ja nochmal ganz vorsichtig dazu sagen. Aber dass man, ich will mal sagen, das Verhältnis, dass man sagt, es kann nicht sein, dass alles, was wir machen, super ist und uns ist der Rest scheißegal, sondern dass also die Positivseite ist zu sagen, die Umwelt geht uns jetzt wirklich an. Die klappt nämlich zusammen auf allen Ebenen. Das sieht man ja überall. Du fährst hier raus, du bewegst dich hier in Berlin oder gehst raus aus Berlin und siehst das überall. Es sind nur noch ganz wenige Bäume gesund und so weiter und so fort in den Wäldern und überall. Es geht ja alles irgendwie nieder und kaputt. Und das, von daher ist es positiv. Ob der Weg nun der Ideale ist, ist eine andere Geschichte. Und ich bin da am gucken. Was ich interessant finde, da den einen Satz noch, ist, dass wir ja jetzt in Berlin hier unter Umständen eine CDU-Regierung wirklich bekommen. Frau Giffey will das ja, wollte das ja jetzt machen. Jetzt gab es dann Stoff in der eigenen Partei, die das nicht mitmachen will. Die will weiter rot-grün oder rot-grün-rot. Und also ich glaube, ich bin nicht sicher, ob der Kampf schon ausgestellt ist. Aber wenn es eine CDU-Regierung gäbe, wäre es gut, es wäre, ich will mal sagen, ein gewisses Gegengewicht da. So, Okay. vorsichtig. Dann sage ich jetzt mal meinen Eindruck und da gebe ich dir vielleicht auch eine Antwort, die dir hilft. Ja. So, weil wenn ich in Berlin wäre, würde ich 100% mit Nein stimmen, weil ich halte diese Klimadebatte für einen absoluten Fake. Also meine Meinung ist da inzwischen sicher. Ich halte das für absolut Fake. Ich sehe, dass da Menschen instrumentalisiert werden, dass die auch indoktriniert wurden über viele, viele Jahre jetzt. Man sieht es an den Geldgebern, die dahinter stehen. Und ich muss gar nicht, und genau dasselbe hatte ich im Übrigen auch bei dem Thema Corona, ich muss gar nicht mir den Arzt anhören, den Klimaforscher. Das habe ich sogar vor Jahren auch gemacht, aber selbst das müsste ich gar nicht. Es reicht, wenn ich mir das große Ganze angucke und sehe, was da wieder für eine Methode läuft. Und an dieser Methode sehe ich, dass es verlogen ist. Und sehe, dass es einfach nicht die Wahrheit sein kann mit dem Klimawandel. Also davon mal abgesehen, dass es jetzt da viele Argumente gibt für Klimawandel, dafür, dagegen. Jetzt einfach mal zu dieser Abstimmung grundsätzlich.
Allein die ist schon wieder so gemacht, dass da Gesetz, also Finanziers im Hintergrund sind, die extrem stark gepusht haben, dass das durchkommt. Und nicht nur jetzt bei dieser Volksabstimmung, sondern ja eben schon seit Jahrzehnten wird dieses Thema die ganze Zeit von irgendwelchen Lobbyverbänden total in die Welt gebracht. Und wenn ich sozusagen auf das Große gucke und schon wieder schaue, wer wird alles nicht angehört? Welche Argumente werden schon wieder diskriminiert und von vornherein als nein, das darf man nicht sagen, das ist rechts, das ist Verschwörungstheorie, gebrandmarkt. Dann sehe ich schon wieder, diese Debatte ist nicht frei, diese Debatte hat von vornherein eine Richtung und hat von vornherein, deshalb ist sie für mich von vornherein nicht wahr. Also, und so war es genauso bei Corona. Es wurden sofort Leute ausgeschlossen, es wurde nicht alles angehört. Und so sehe ich das jetzt auch. Und wenn ich dann mir hier auf dieser Webseite noch angucke, was da für Argumente angeführt werden, in Kürze, also da geht es ja dann so darum, kann es ja mal ganz kurz vielleicht mal hier zeigen, Synopse, Novellen. Egal, ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle. Also jedenfalls, wenn es dann schon wieder darum geht, moralisch gutes Gas und Öl, weißt du, also wir verzichten auf das unmoralische Gas und Öl von Putin, ja. Und dann wird aber gar nicht dazu gesagt, dass wir stattdessen dann jetzt das Fracking-Gas aus den USA per Schwerschifftransport hierher verschippern. Also ich meine, das ist schon sowas von. Schaltest du das aus? Schaltest du das Bild wieder ein? Ja, Ja. Diana, das ist ja auch nicht das Einzige. Ich meine, das ist ja, wir beziehen ja Öl aus Indien und anderen Ländern, was vorher aus Russland nach Indien deportiert Ja, wurde. Oder das kommt auch noch dazu. Das ist ja deportiert ist sowieso schon vielleicht voll in dem Fall verlogen. ja kein schlechtes Wort. Ja, Ja, genau. Nee, das was ich kommt ja nur, alles was noch ich, worauf dazu. ich hinaus wollte, ist, es wird wieder so ganz offensichtlich natürlich ein ganz vereinfachtes, schönes Strahlemann-Bild gemacht. Kinder würden Klima wählen und jeder denkt, oh ja, und für die Umwelt sind wir auch. Ja, und dann guckt ihr aber mal an, wie sie diese Klimaziele umsetzen wollen. Und dann schau mal, was sie da die Umwelt versauen. Mit ihrem ganzen Kram. Weißt du, allein schon die Dämmung der Häuser mit irgendwelchen Mehrfachkomponentendichtstoffen, das kriegst du nachher nie wieder auseinanderklamüsert und jemals irgendwie regeneriert in dieser Umwelt. Ja, also da, das sind Sachen, die sind so irre. Aber das ist jetzt erstmal nur mein ganz grober Eindruck und Einstieg. Also hundertprozentig nein. Und ich würde jedem empfehlen, bitte geht nein stimmen, weil diejenigen, die da voll drauf sind auf diesem Trip, die werden natürlich alle hingehen und die anderen werden es nicht machen, weil sie denken, es mir doch egal. Und deshalb wird einfach eine verzerrte Stimmung für ja sein. Und ich denke nur, um Gottes Willen. Das ist Ja, meine also, Haltung. ja, ich kann ja sagen, also ich bin voll bei dir, Diana, voll, volle Pulle. Mein Problem mit dem zum Abstimmen gehen ist einfach, dass mein Vertrauen von allem, was irgendwie aus Regierungsseite kommt oder von dieser ganzen Geschichte so darnieder liegt, dass ich diesen Abstimmungssachen einfach nicht mehr vertraue. Egal, ob ich jetzt da mit Nein gehe oder mit Ja. Ja gehe. Ich habe irgendwie den Eindruck, das Ergebnis steht schon fest. Ich weiß es nicht. Aber ich bin immer noch beim Hin und Her überlegen. Höchstwahrscheinlich tendiere ich da dann doch zum Hingehen und zum Nein stimmen. Aber das ist ja eben halt, dass das Vertrauen in solche Dinge komplett weg ist. Dass es einen Klimawandel gibt, das brauchen wir nicht leugnen. Das ist offensichtlich, das ist klar. Inwieweit der Mensch gemacht ist, darüber Ja, dürfen wir ja das ist auch das diskutieren. Thema, genau. Darüber nicht diskutiert wird, so in der Art und Weise, wie du es ja auch schon gerade wunderbar ausgeführt hast. Was soll das? Ne? Wenn hier gewisse Meinungen erst ja nicht gehört werden, weil sie eben dann sonst was sind, dann ist das für mich keine Diskussion und nutzlos. Heuchlerei. Einfach nur heuchlich. Nee, nicht heuchlich. Heuchlerisch. Heuchlerisch. Ja, klar. Das ist ja die ganze Politik ist eine Heuchelei. Ja, ob das jetzt hier in Deutschland ist oder in der Welt, ist einfach nur ätzend. Herr Böß. Das ist ein Element, dass die Politik so verlogen ist, was bei mir auch immer wirkt. Was ich aber hier in dem Falle, weil es sich um eine Volksabstimmung handelt, die gewissermaßen gegen das läuft, was im Parlament ist, dann aber auch ein bisschen. Also Ja, ich aber will nicht gegen eher das, geneigt was zu im Deep sagen, das ist State alles läuft. Betrug, wenn es vom Parlament ist. Aber ich habe das sehr gehört, auch von Diana und so, auch mit den von außen finanziert und so weiter und so fort. Aber und was so alles ist. Und ich möchte einfach so ein paar Eindrücke, die auch in meiner Seele arbeiten. Ich bin ja noch nicht entschieden, ganz einfach.
Aber zum Beispiel, ich habe ja erlebt, als Frau Giffey noch an der Spitze war mit den Grünen zusammen, man hat hier plötzlich sämtliche Parkflächen mit Uhren versehen. Vorher konnte sie ja so parken, plötzlich alles mit Uhren versehen und die kosten pro Stunde 2 € und sollen demnächst auf 4 € hochgefahren werden. Super. Zusätzlich sind hier sämtliche Straßen sind abgeteilt, so dass man nicht mehr durchfahren kann. Du kannst jetzt nur noch ein Stückchen reinfahren, dann bist du wieder draußen, dann kannst du wieder irgendwo reinfahren und wieder draußen. Letztens habe ich hier einen Krankenwagen gesehen, der war mit Tatütata und kam nicht weiter, weil diese Sperren da waren und nicht wusste, wie er dann rausfahren soll und ganz andere Strecken fahren muss. Also es ist alles so, dass man auch beim Parken, man kann nur in eine Schleife reinfahren, kann hoffen, dass man da einen Punkt findet, aber man kann nicht mehr durchfahren und gucken, wo ein Parkplatz ist, sondern du kannst nur noch in ganz kleinen Bereichen und bist die ganze Zeit am Rumeiern, bis du vielleicht mal einen Parkplatz findest. Das ist ziemlich kompliziert. So. Das sind zwei Dinge. Das dritte ist die Viertelstundenstadt. Finde ich eine interessante Sache, dass alles in Viertelstunde Nähe sein soll. Finde ich wirklich gut, finde ich ganz toll. Aber wenn man dann sagt, die Autos dürfen nicht mehr in der Stadt rumfahren als eine Viertelstunde und wer den Bereich übertritt, der darf das nur zweimal in der Woche und beim dritten Mal kriegt er eine Anzeige. Das heißt, dann ist auch die entsprechende Überwachung überall. Ich meine, das ist ja. Also dieses Überwachungselement, was da drin ist, das finde ich ungeheuerlich. Ne? Und wenn man dann noch hört, ich sage es mal nur so, dass die Regierung hier, die Stadtregierung, darüber nachdenkt, die Parkplätze um 50% zu reduzieren für die Autos, dann taucht da an dieser Stelle schon ein unglaubliches Problem auf. Ne? So. Und da ist es so, dass ich sage, verdammt nochmal, Not ist nicht immer schlecht. Ich will es ganz vorsichtig sagen. Not bringt einen manchmal auch zum Umdenken und plötzlich hat man andere Perspektiven, einfach weil eine Notlage da ist. Und immer zu warten, bis alle Leute was wollen, in dem Sinne. Wenn es ein wirklich wichtiges Thema ist, könnte man auch mal sagen, nee, muss nicht sein, kann man auch mal mit dem Hammer draufhauen, wenn man die Macht dazu hat. Das haben sie ja jetzt nicht mehr. Jetzt ist ja wahrscheinlich die CDU demnächst wieder dran. So, aber interessant finde ich das und würde sicher dazu führen, dass mit viel Wut sehr viele Leute auf ihre Autos dann auch verzichten. Ich weiß nicht, wie das volkswirtschaftlich sich auswirkt, ist eine Frage, ne? Aber dieser Überwachungsaspekt da drin, der gefällt mir gar nicht. Das ist das eine Wichtige. Und ich hätte noch mehr Sachen, die ich nur kurz andeute, ist die soziale Frage, die damit zusammenhängt. Und ja, natürlich wie man mit den Häusern umgeht in der Zeit und mit den Heizungen und sowas, nochmal eine Frage. Also, was du jetzt gerade gesagt hast mit den Autos, das sehe ich auch schon die ganze Zeit. Es ist permanent die Art von Politik, die gemacht wird, ist permanent eine Politik des Verbietens und Bestrafens. Und das wird immer stärker, wird dieser Druck sozusagen nach unten weitergegeben. Die Leute sollen gefälligst das Autofahren immer beschissener finden, bis sie es dann irgendwie stehen lassen. Was der Politik aber nicht in den Kopf kommt, ist, dass die Leute nur immer mehr unter Not geraten und unter Druck, weil Alternativen überhaupt nicht wirklich geschaffen werden. Es hat immer gar keiner eine Antwort, aber die Frage wird sozusagen mit Gewalt runtergepresst. So, es soll jetzt irgendwie, am besten soll keiner mehr in Berlin Auto fahren. Dann wird aber nicht überlegt, ja, wie ginge das denn am besten und wollen die das denn wirklich und was macht Sinn, sondern dann wird einfach nur versucht, alles zu erschweren. Dann wird Parken teurer, dann wird Auto teurer. Ja gut, jetzt haben wir sogar das Verbrennermotorverbot schon, irgendwie steht da schon in den Sternen. Das wird immer alles krasser. Und die Art ist dann immer nur bestrafen und verbieten. Und dann frage ich mich auch, wo soll denn das dann nachher dann eigentlich hinführen? Was passiert denn dann, wenn das Ziel nicht erreicht wird? Wenn plötzlich irgendwie die Emissionen zu hoch sind, dann ist von heute auf morgen wird dann gesagt, so Autofahren wir jetzt verboten oder was? Dann liegt einfach die Stadt lahm. Oder was? Weil wir unbedingt das Klima retten müssen und das am besten in Berlin. Also irgendwie, wie sind denn dann die Maßnahmen? Was passiert mit jemandem, der nicht sein Haus irgendwie jetzt da renoviert? Dann wird er rausgeklagt oder muss der jetzt Strafe zahlen oder kommt er dann in den Knast? Oder also immer, wenn man so dieses, du musst das jetzt und diese Gesetze so macht, ja, wie wir es ja auch bei Hartz IV hatten mit den Sanktionen, dann muss man eben auch fragen dürfen, und wie weit bist du bereit zu gehen, die Menschen dazu zu zwingen? Also was würdest du am Ende dann noch machen?
wie viel Strafe soll es denn dann sein? So, also, und das allein gefällt mir schon gar nicht. Und natürlich, jetzt könnte man sagen, wenn, ja, das ist jetzt aber ein hehres Ziel, das geht ja hier schließlich um die Weltenrettung, ne? So. Und da muss man ja schließlich auch mal ein bisschen radikaler sein. So sehen die das ja auch. Nur da bin ich halt wieder auf einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Meinung, wo ich sehe, nee, also bisher war es immer so, dass das CO2 der Erwärmung gefolgt ist und nicht andersrum. CO2 hat nie das Klima erwärmt. Es kam immer so, erst kam die Erwärmung und dadurch ist mehr CO2 ausgetreten. Und wo es Nachteile gibt, mag es auch sogar Vorteile geben. Vielleicht ist dann hier und da, ist es vielleicht, wir haben eine Klimaerwärmung, die ich führe ich auf die Sonnenaktivität zurück. So, ne? Aber jetzt führt es auch schon wieder viel, viel zu weit. Ich würde mal gerne auf einen Aspekt eingehen, wenn ich darf. Ja, Und zwar, bitte. dass wir einfach mal anschauen, diese Art von Volksabstimmung, wie die jetzt gelaufen ist. Es hat ja jetzt quasi einen demokratischen Prozess durchlaufen mit, wie hieß das, Volksinitiative, bis jetzt dann zur Volksabstimmung. Ist das die Art von Demokratie, die ihr als stimmig empfindet? Also wäre das sozusagen auch das Ziel von unserer Verfassung? Also wenn es irgendwie mal durchkommt, dass wir das Grundgesetz zur Verfassung erhoben haben, wäre das dann sozusagen eine mögliche Art von Volksabstimmungen. Ist das für euch soweit irgendwie korrekt, wie das da gelaufen ist? Eine sehr große Frage. Ach, ich dachte, die wäre noch klein. Ich habe ja noch vergessen. Darf ich vorher noch was sagen, bevor wir auf das Thema kommen, sondern ich möchte einfach noch inhaltliche Probleme sagen, die wirklich stark, sehr stark sind. Es wird also die jetzt direkt damit zusammenhängen, bevor man über Volksabstimmung als solche redet. Da ist es so, dass also nicht nur dieses Zwangsding, sondern das Problem ist, dass dadurch natürlich unglaublich viele Kosten plötzlich entstehen, auch auf allen Ebenen, Extrem zum noch. Beispiel bei den Häusern und so weiter und so fort. Wenn man das bundesweit umsetzt, da ist man jetzt dabei. Der Herr Habeck hat ja schon gesagt, er möchte 2024, dass es keine Ölheizung mehr gibt und so weiter und so fort. Und dann lauter Es sollen die. irgendwie, glaube ich, keine neuen mehr eingebaut werden, erstmal nur. Ja, aber auch Ne, so in mit der Schritt. Reparaturen hat das auch zu tun. Und so weiter. Und dann mit, wie heißt das, um Wärme, Tauschpumpen und sowas, aber was teilweise in den alten Gebäuden gar nicht geht, weil die viele Dinge gar nicht haben und so weiter, wo man tatsächlich erwarten kann, dass eine riesige, ich will mal sagen, Enteignung stattfindet, weil die Häuser plötzlich nicht mehr bewohnt werden dürfen und so weiter und so fort. Und das angesichts der Lage, dass wir noch unglaublich viele Ausländer und Flüchtlinge hier haben und so weiter und so fort, da sowieso Wohnraum eigentlich nicht vorhanden ist und so fort und so weiter. Ich möchte nur was sagen, was jemand gesagt hat, der sehr lange bei den Grünen dabei war und sogar im Parlament. Das ist der Ernst Wagner. Der hat was Interessantes gesagt. Der ist ja jetzt da raus. Und der hat gesagt, die Grünen haben die soziale Frage verschlafen. Ein ordentliches Thema. Ist ja sehr für bedingungsloses Grundeinkommen eingetreten. Die haben die soziale Frage verschlafen. Und weil sie sie verschlafen haben, werden sie jetzt mit dem Umweltthema nicht zurechtkommen. Weil die Leute natürlich selbstverständlich alle Angst haben, dass sie gewissermaßen hier Verlierer sind. Nur die ganz Reichen, die haben die Angst nicht. Ja, und dieses Verlustgefühl, was überall auftaucht, das ist natürlich, wenn es dann auch kein echtes bedingungsloses Grundeinkommen, sondern nur Bedürftigkeitshilfe gibt, so wie zum Beispiel, wenn du jetzt bei Corona dir was eingefangen hast durch die Spritze, ne, dann sagen sie ja, sie helfen, aber dann beweis erstmal, dass es dadurch kommt. Die Hürden sind halt praktisch gar nicht zu überschreiten, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Und bei dem Vertrauen, was man inzwischen bei dem Staat hat, haben kann, das gegen Null fährt und so weiter und so fort, das wird eine der großen Hemmnisse tatsächlich sein, unabhängig davon, ob es ein paar Leute gibt, die das für berechtigt halten oder nicht, weil es geht total an die Existenz, ne? Und zwar in der Form, man lässt sich ja schon an die Existenz gehen. Ich meine, wenn es ein Erdbeben gibt, das geht auch an die Existenz. Aber dann ist das eine andere Art von an die Existenz gehen, wie wenn die Politiker das verordnen. Weil da kann man nichts machen. Das ist dann halt so. Und bei den Politikern, die es verordnen, da kann man dann schon komisch werden auf die Dauer.
So in der Art, also das ist ein Element, was da auch ganz stark die soziale Frage, die nicht mitbearbeitet ist und die hier auch nur in dem nur gesagt wird, dass es so sein muss, dass es abgefedert sein muss, aber nicht, wie es abgefedert wird. Und das ist auch eine große Schwäche, die diesem Drucksystem sehr viel Möglichkeiten gibt. So, jetzt würde ich sagen, kann dein Thema. Ich wollte das nur dazu sagen, weil das was ist, was natürlich total aufregt. Und der ganze Krieg und alles. Im Moment habe ich das Gefühl, wenn ich das noch dazu sagen darf, dass die Grünen einen Allfrontenkrieg machen. Gegen das Klima, gegen die Russen und gegen die Bevölkerung. Und alles, was grün aussieht im Moment, deswegen eine giftige Atmosphäre hat. Selbst wenn es Leute gewesen wären, die das Ding in Gang gebracht haben, die sich gar nicht damit ein, die sich da gar nicht mit ein bezogen sehen würden oder sowas, ganz vorsichtig. Aber im Moment ist es ein Allfrontenkrieg, der auf keinen Fall zu gewinnen ist. Ich stelle mal die Frage jetzt, die ich gerade gestellt habe, noch mal ein bisschen noch provokanter. Ja, und da bin ich mal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Genau, weil ich frage mich, ob diese Art von Volksabstimmung, die jetzt da in Berlin läuft, ob das nicht ein Paradebeispiel davon ist, von direkter Demokratie, vor der man wirklich Angst haben kann. Weil, ihr habt vielleicht auch den Edward Bernays schon mal gelesen, das Buch Propaganda. Da steht ja drin, Demokratie, super Sache. Wenn wir das haben, dann brauchen wir aber auch richtig schön viel Propaganda, damit die Leute immer genau das wollen, was sie sollen. Ja, nicht, dass uns das hier irgendwie noch aus den Händen gerät, so. Und ich habe den Eindruck, genau das sehen wir jetzt hier wirklich sowas von super. Also es gab jahrzehntelang eine Indoktrination über den Klimawandel und jetzt gibt es eine aufgebrachte Menge, die alle meinen, wir müssen jetzt unbedingt für Klimaneutralität stimmen und auf der anderen Seite sehe ich, dass das Grundgesetz da aber auch gar nicht hilft, weil jetzt nämlich ein Gemeinwohlinteresse über das eigentlich das individuelle Interesse und Persönlichkeitsrechte gestellt wird. Also aber mit einer vollkommen aufgebrachten Masse. Und das ist ja immer genau das, was die Leute sagen, die dann sagen, oh nee, direkte Demokratie, total gefährlich. Also so wie beim, was weiß ich jetzt, bei Corona, wer jetzt gegen Impfen war, der hätte gesagt, oh Gott, wenn wir das abgestimmt hätten, dann hätten ganz viele gesagt, ja, Impfzwang. Ja, und zum Schutze der Masse müssen sich jetzt gefälligst alle impfen. Und genau das ist ja jetzt auch der Fall. Also für das wichtige Ziel des weltweiten Klimas haben jetzt gefälligst alle ihre persönlichen Individualrechte einzuschränken. Und genau das wird jetzt da abgestimmt. Und da frage ich mich, ja, das ist doch jetzt ein Beispiel dafür, wie es wirklich nicht sein könnte, nicht sein dürfte. Eine Richtung wurde extrem protegiert finanziell, die andere Richtung wurde gar nicht gehört. Also genau so darf doch eigentlich das gar nicht laufen. Aber das sehen wir jetzt doch, dass diese Gefahr groß ist. Ralf, du darfst gleich. Ja, Peter. Finde ich einen super interessanten Ansatz, den du da hast. Und ich sehe das auch so. Da wird gerade eine Sau durchs Dorf gejagt, die danach geschlachtet wird. Und ich denke auch, dass das die Agenda ist, die dahinter steht, Volksabstimmungen ad absurdum zu führen, weil sie irgendwie ja, fragwürdig sind. Dann. Ich frage mich die ganze Zeit, wann haben wir das erste Mal mit dieser Abstimmung, wurden wir konfrontiert? Und ich glaube, mich zu erinnern, dass es bei der letzten Wahl war, dass da so ein Zettel dabei lag, wo darüber abgestimmt wurde, ob dieses Volksbegehren oder diese Volksabstimmung passiert. Und, halt, ne? Und ich habe aber keine Diskussion darüber wahrgenommen, um diese Punkte. Also eine wirkliche Diskussion in der Öffentlichkeit, weder in den Medien, muss ich auch dazu sagen, allzu viel Qualitätsmedien verfolge ich nicht mehr, weil mir eigentlich dabei schlecht wird, aber ich habe es auch so nicht mitbekommen. Also ich habe auch keine Foren oder irgendwelche Sachen, wo das diskutiert wurde. Weil ja, wie gesagt, am Anfang wurde das ja schon mal erwähnt, es wurden keine Gegenargumente zugelassen halt, ne? Es wurde immer nur um CO2, immer nur um Treibhausgase, ihnen halt im Grunde genommen. Ne? Und ja, und wie wir das dann umsetzen wollen im Einzelnen, ja, steht sowieso nicht zur Debatte dann halt. Ne? Das werden wir dann schön sehen. Ne? Und das sind für mich alle so Sachen, wo ich mich frage, was soll das eigentlich alles? Und im Endeffekt wird da wahrscheinlich was installiert, was dann im Grunde genommen so eine Volksbefragung dann ad absurdum führt.
Und soweit Okay, lässt ist ja nicht auch unbedingt eine der Antwort. Leute fruchten zu lassen, dass wir eine direkte Demokratie mit Volksabstimmung haben wollen. Also du meinst, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass Leute dann nachher keine direkte Demokratie mehr haben wollen. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Ralf. Zufällig bin ich vorgestern auf einen Text gestoßen, auf eine Ansprache von Carlo Schmidt, die in irgendwelchen Blättern irgendwo aufgeploppt ist plötzlich. Und da hat Carlo Schmidt sich über das Thema Staatsräson oder individuelle Freiheit geäußert. Und zwar sehr extrem und nicht zum 1949, sondern erst später, als es um die Wehrpflicht ging. Das war ja 1949 noch nicht im Grundgesetz mit drinne, sondern wurde erst später überhaupt die Möglichkeit, überhaupt eine Armee wieder. Das ging erst in den 50er Jahren. So, und da hat er was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, wir haben für die Wehrpflichtigen, wenn man das so nennen möchte, die Möglichkeit des Verweigerns reingesetzt, weil wir nicht wollen, dass Staatsräson vor individuelle Freiheit geht, sondern dass das Opfer der Bürger immer aus Freiwilligkeit folgt. Wir gehen davon aus, dass nicht der Zweck die Mittel heiligt, sondern dass die Mittel so sein müssen, dass die Leute selber sagen, die Mittel sind heilig und gewissermaßen sich freiwillig zeigen, also freiwillig dahin begeben. Das ist eine Grundsatzdebatte, die da angestoßen worden ist auf dem Thema Grundgesetz und an dem Thema Zivildienst oder wie man das nennen möchte. Und der hat gesagt, wir haben das extra gemacht, wenn wir auch wissen, dass dadurch das Regieren schwerer wird. Es ist eine Adelung, eine Heiligung des politischen Prozesses, wenn man dem politischen Prozess verbietet, in der Art in die Freiheit der Menschen einzugreifen. Ich persönlich bin ja der Meinung, wenn wir bedingungsloses Grundeinkommen hätten, hätte sich schon sehr vieles von dem, was heute Thema ist und mit Gewalt durchgesetzt werden muss, schon längst ergeben, weil die Leute das selber viel fühlen, dass es nicht in Ordnung ist und die Arbeitgeber sich dem hätten schon längst annähern müssen, dass sie zum Beispiel klimaneutral und umweltverträglich und sozialneutral oder sozialverträglich arbeiten. Da brauchst du gar keine Gesetze, sondern gehst du halt nicht hin, wenn es dir nicht passt, so in der Art. Also das wäre der Weg der Freiwilligkeit. Aber das finde ich total interessant, dass du das Thema hier so aufmachst, weil das könnte sein, dass das durch eine Wiederergreifung des Grundgesetzes auch nach vorne kommt, dass es auch Volksabstimmungen, dass bei dass Volksabstimmungen nicht in die individuelle Freiheit eingreifen dürfen, dass da eine Grenze ist an der Stelle. Und das wäre hier durchaus zu überlegen. Aber genau das passiert ja mit dieser Abstimmung. Ja. Genau, also Ja. durch die Hintertür auf jeden Fall. Ne? Wer das jetzt mal liest, diese ganze Pamphlet, und das machen ja die wenigsten, die meisten gucken sich nur die Plakate an, die hier auf den Straßen stehen und sagen, ja, meine Kinder wollen Klima wählen. Ja, natürlich. Die meisten entscheiden nicht, weil sie das Papier gelesen haben und sich dann mal Gedanken gemacht haben darüber. Die Na, wenigsten. logisch. Ein Bruchteil davon. Logisch. Die Masse läuft den Leuten hinterher, die größte Klappe haben. Und es sind nun mal die öffentlich-rechtlichen Medien in dem Fall und die jetzt Aber regierenden Politiker. spricht das dann nicht quasi gegen unsere Idee von unserer Verfassung? Also wir sehen doch jetzt genau an diesem Punkt, wie schwierig das ist. Nee, aber die Oder was Leute würdet ihr da haben sagen? das, was Ralf ja gerade gesagt hat, dass solche Art von Abstimmung, die grundsätzlich schon gegen das Individualrecht des einzelnen Bürgers verstoßen, erst ja nicht genehmigt werden dürften. Aber Also sie wo im werden Grunde ja genommen noch, die offenbar werden sie es ja aber noch. Würde des Menschen außen vor gelassen wird und die Freiheit der persönlichen Entwicklung außer Acht gelassen wird, ist praktisch schon nicht mehr verfassungskonform in dem Moment. Und Also damit ich ist es zulässig.
Also ich persönlich würde sagen, es ist für mich eine große Frage, die ich in meiner Seele bewege und in den nächsten Tagen hoffentlich irgendwie zur Entscheidung bringe. Selbstverständlich, das Problem mit Volksabstimmungen ist immer insgesamt, dass Volksabstimmungen auch gegen die Menschenwürde gehen können und sogar gegen Demokratie und Rechtsstaat. Man könnte ja durch Volksabstimmungen Demokratie und Rechtsstaat außer Kraft setzen. Und dass es deswegen wichtig ist, dass die Volksabstimmungen eingebettet sind ins Grundgesetz. Und dass das Grundgesetz gewissermaßen Volksabstimmungen, die Individualrechte einschränken und Demokratie und Rechtsstaat außer Kraft setzen, dass es solche Volksabstimmungen einfach nicht geben darf. Ganz einfach, also Volksabstimmungen an und für sich sind ein Problem. Und durch die Einbettung ins Grundgesetz sind die Individualrechte dem gegenüber gewissermaßen, ja, ich will mal sagen, nicht nur gestärkt, sondern Diskriminierung und sowas darf alles nicht passieren. Und das heißt, wenn solche Volksabstimmung durchgelassen wird, wie das jetzt passiert ist, ist es die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass daraus keine Diskriminierung und keine irgendwie sowas folgt. Ganz einfach. Ja, erlebe ich anders, wenn ich in Berlin, wenn ich unterwegs bin mit dem Zug. Ich bin letztens habe versucht, von Versuch's, genau. Hannover nach Berlin zu kommen. Das hat 8 Stunden gedauert, mit dem Zug. Und ist behandelt worden wie Arsch und der Zug war völlig überfüllt und man hat kaum Sitzplatz gehabt oder gar keinen. Und es hat 8 Stunden gedauert, das war schon der Hammer. Und da kriegt man richtig Lust auf dem Auto. So, zu dem Thema. Jedenfalls, wenn es ist ein Prozess, der auch funktionieren muss. Und ganz vorsichtig, ich sage das nur ganz vorsichtig, der eine kann was und der andere kann es nicht. Ich selber sage immer, wenn Leute sagen, sie können was, dann gucke ich hin. Wenn ich weiß, dass ich nicht kann, heißt das noch längst nicht, dass andere das nicht können. Und es gibt unglaublich viele Sachen, wo ich nur sage, ey, das ist ja der Hammer, was du noch alles weißt oder was du alles kannst oder sowas. Und es könnte sein, dass wenn die richtigen Leute an der richtigen Stelle sind, die Dinge plötzlich flutschen. Aber wenn ich die jetzigen Politiker sehe, vor allen Dingen die in der Regierungsverantwortung sind, dann bin ich ziemlich sicher, wir kriegen hier in Berlin demnächst eine Null-Emission, vielleicht sogar noch bis 25. Einfach wenn Atomschlag hier war, dann haben wir ja auch eine Null-Emission, dann ist der Fall erledigt. Die schaffen das, die Grünen, die schaffen Die das, da bin ich schaffen das. absolut sicher, dass sie das schaffen. Und da wäre eher gegen diese Null-Emission. Das war jetzt eine harte Nebenbemerkung. Ja Also gut, aber wir sehen halt, dass in der Theorie ist das halt irgendwie sehr schön, aber in der Praxis muss es dann halt wirklich irgendwie ein Bundesverfassungsgericht geben, was irgendwie funktioniert. Ne? Sonst haben wir halt ein Problem. Also auch mit unserer Verfassung.de am Ende dann. Weil unsere Verfassung. wir sind ja von all dem weit entfernt. Wir haben weder das eine noch das andere. Wir haben ein Grundgesetz, was vergewaltigt wurde bis zum geht nicht mehr, ja, wo selbst die Wehrpflicht schon als persönliches Recht verankert ist. Da fasse ich mir völlig an den Kopf. Ja. Ich habe mich ja total gefreut, als das endlich drin stand im Grundgesetz. Endlich darf ich auch die Waffe in der Hand nehmen. Super, ich bin begeistert. Ja, ich habe schon mit großer Freude in der NVA gedient und noch viel mehr Freude habe ich natürlich dann in der Bundeswehr zu dienen. Na, das ist also mit 60, da bin ich doch voll dabei. Ja, großartig. Also das stimmt ja hinten und vorne. Und ich sage ja, sich mit diesem Staat hier überhaupt noch auseinanderzusetzen, ist sehr anstrengend und ich bin froh, an dem Tag den Tag zu erleben, wenn das vorbei ist. Und ich weiß, dass ich den auch noch erleben werde. Also, wenn man sieht, unsere Abstimmung auf Verfassung, unsere Verfassung.de, da geht ja kein Druck davon aus. Das ist eine Einladung, das ganze Staatswesen in Ordnung zu bringen und auf demokratische Weise. Und ich glaube, das ist eine Abstimmung, die nicht zum Druck führt, sondern eine Befreiungsbewegung einleitet. Und von daher würde ich nicht immer sagen, dass Volksabstimmungen ganz schwierig sind, aber ich bin ziemlich sicher, ich will es mal so sagen. Dass das immer ein Hin und Her ist, dass es Volksabstimmungen gibt, die
so kompliziert sind, andere sind so kompliziert und so weiter, dass das ein Hin und Her sein wird. Eine Zeit lang, bis man das Instrument richtig beherrscht. Und das, was jetzt hier ist, ist gut gewollt vermutlich. Also wenn ich mich in die Leute reinversetze, die tatsächlich an das alles glauben. Ich selber kann zu dem Klimawandel wenig sagen, weil ich dazu ungebildet bin. Aber wenn ich mir vorstelle, ist jetzt die Leute, die sich auch festkleben, die auf den Straßen oder sowas, die leben tatsächlich in dem Gedanken, dass es jetzt das Ende ist. Und von daher ist das, aus deren Sicht ist das sicher eine vorzügliche Sache. Und das verstehe ich dann auch. Und dann muss man miteinander im Gespräch sein. Darum fliegen die ja nach dem Kleben auch nach Bali in Urlaub. Naja, das sind so Einzelsachen. Da, auch wenn man aufs Ganze guckt, weiß man es nicht so genau. Aber da wird es immer, und dann ist die Frage, wie man damit positiv umgeht. Und die haben hier selber vorgeschlagen, dass unsere Politik immer dann, wie heißt es, eine Kon, das Wort muss ich nochmal finden, weil es so schön war, eine Begleitung durch Bürgerräte bekommt und eine konsultative, wo gewissermaßen dann auch geguckt wird, bis wo die Schmerzgrenzen sind und so weiter und so fort und dass man die nicht überschreitet. Das könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert, aber wie gesagt, für die jetzigen Politiker halte ich für auch das Verhältnis von Parteien zum Rest der Menschheit halte ich für unfähig in der Richtung. Aber wie stellen die sich denn das jetzt genau dann eigentlich vor mit diesen Bürgerräten? Also jetzt sind wir vielleicht in diesem ganzen Gesetzestext nicht genug irgendwie drin, aber was heißt denn das, wenn das die Bürger jetzt überfordert, dann nicht mehr? Oder wenn es die Bürger doch noch unbedingt haben wollen, dann entscheiden jetzt die Bürger, dass auf einmal die anderen alle nicht mehr heizen dürfen, weil irgendwie mal die Emission zu hoch war? Oder also wer darf denn in diesen Bürgerrat rein? Wird das denn wenigstens objektiv diskutiert? Ich meine, das ganze Thema Klima, das ist an sich auch so ein komplexes Thema. Davon auszugehen, dass das jetzt irgendwie voll geklärt ist, der Witz ist, der IPCC hat damals die Zielvorgabe gehabt, herauszufinden, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt. Ich meine, das ist ja mal geil. Das ist echt Wissenschaft, oder? Das ist Wissenschaft. Da kommt mein Grundproblem überhaupt an der Geschichte. Das liegt noch ein paar Dimensionen tiefer als das, was wir hier bisher besprochen haben. Mein Grundproblem ist, dass ich nicht das Gefühl habe, dass unsere Wissenschaft in der richtigen Weise über die Welt denkt. Also, und wenn man Voraussetzung oder erstes Axiom der Wissenschaft ist, die Welt ist durch Zufall in die entstanden und aus dem Nichts, das ist ja der erste, ne, Schuss des Kosmos aus dem Nichts gewissermaßen, dann das zweite, Leben kommt aus dem Toten. Da weiß jeder, dass das nicht stimmt. Seelisches Leben kommt aus organischem Leben, ist der nächste Schritt. Paradigmen, die stimmen im Prinzip nicht. Und wenn man sagt, der Kosmos kommt aus dem Nichts und das ist alles nur Zufall und man hat überhaupt gar kein Gefühl da, also dann kriegt man auch kein Gefühl für die Dinge, die wirklich sind. So ungefähr. Und wenn man das Gefühl nicht hat, kann man sich auch nicht wirklichkeitsgemäß in die Welt stellen. Wenn dieses Weltbild nicht stimmt, und ich bin selber zutiefst davon überzeugt, dann kann man sich nicht entsprechend in die Welt stellen. Und egal, was man macht, es geht alles nach hinten, weil man das Grundprinzip nicht verstanden hat. Und das würde ich behaupten, dass das tatsächlich auch der ganzen Klimadebatte und allem zugrunde liegt, dass man die Dinge nicht wirklich im Grunde verstanden hat. Und das ist ja genau das Thema. Das sind ja Grundsatzfragen, die du hier erörterst. Ja, aber das ist natürlich die Grundsatzfrage an das Wesen unserer Wissenschaft. Ja, natürlich. Natürlich, ich bin voll bei dir, was das angeht. Das Problem ist ja, die Wissenschaft wird ja gar nicht gehört. Es wird ja nur ein kleiner Teil der Wissenschaftler gehört. Und der große andere Teil wird ja außen vor gelassen. Es gibt ja keine wirkliche Wissenschaft. Das ist die eine Sache, aber. Ja, es gibt jetzt quasi zwei Ebenen. Es gibt erstens den Punkt, dass allein schon die Wissenschaft, die wir meinen, nicht mal mehr angewendet wird. Also die Wissenschaftlichkeit, von der wir eigentlich ausgehen, wird schon gar nicht mehr angewendet. Ja. Und Ralf spricht jetzt sogar noch davon, dass das, was da Wissenschaft sei, noch nicht mal
wahrhaftig ist, weil das eine Grundlage hat, die eigentlich auch schon komplett falsch ist. Also sozusagen nochmal doppelt. Ja, Also ich das sag's jetzt ganz scharf. gehört ja aber noch zu einer viel größeren Agenda, die ja da noch drüber als Überbau ist. Wenn wir da jetzt mit anfangen, naja, dann. Ja, aber ich sage es jetzt ganz scharf. Das wissenschaftliche Weltbild hat so viel mit der Wirklichkeit zu tun, wie der Hexenwahn im Mittelalter. Ja, klar, gar Und keine der Frage. Wissenschaft. Es kommt ja aus derselben Suppe. Es kommt Aber ja das aus ist derselben natürlich Suppe. das ist natürlich etwas, wenn ich das hier sage, das so hart ist, dass man dafür dann gerne in der Luft zerrissen wird. Das würde man dann gerne genauer zeigen, warum das so ist. Ja. Und wenn die Welt falsch verstanden wird oder gar nicht verstanden wird, dann gibt es halt das Problem, dass auch alle Lösungsvorschläge, gibt es ein doppeltes Problem, kann man Veränderungen wirklich einschätzen, ob sie positiv oder negativ sind, ist die eine Frage, ne? Kann man sie überhaupt einschätzen? Und die zweite ist, sind die Vorschläge, die ich bringe, die richtigen? Und angesichts dieses Weltbildes kann ich nur sagen, alle Vorschläge, die kommen, sind aus diesem Pol der Wissenschaft falsch, selbst wenn sie ordentlich arbeitet. Und da ist es für mich eigentlich, ich will mal sagen, ein Umbruch eines Weltbildes. Die ganze Naturzerstörung, die wir haben, hängt damit zusammen, dass die Naturwissenschaft es nicht geschafft hat, uns mit der Natur zu verbünden. Sie hat nicht geschafft, uns die Welt zu erklären. Wenn man was erklärt hat oder begreift, dann ist man in einem inneren Bund damit. Es war aber auch nie ihr Und das hat sie Anspruch. nicht geschafft. Und stattdessen hat sie zwischen uns und die Welt die Maschine gestellt. Und durch die Ja. Maschine wird mit millionenfacher Kraft können durch die Maschine unsere niedersten Impulse in die Welt greifen. Und das ist der eigentliche Ursprung der gesamten Umweltvernichtung, dass der geistige Impuls, mit dem wir in der Welt stehen, dass jeder Mensch, der in der Welt steht, im Sinne der Naturwissenschaft ausgebildet ist oder sowas, eigentlich ein vollständig falsches Verhältnis zur Welt hat und weder begreift, was passiert, noch weiß, was er wirklich tun kann, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Und das führt zu einem Zusammenbruch einer ganzen Gesellschaft oder einer ganzen Welt, einer Genau. ganzen Und Menschenwelt. ich Und bin der Meinung, dass das auch nie der Anspruch war. Der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und dieser Fisch wurde vor über 2000 Jahren auf den Tisch gelegt. Und seitdem ist es mehr oder weniger so. Da können wir jetzt natürlich ins Einzelne, konnte wurde jetzt auch zu weit führen. Aber im Grunde genommen ist es genau der Fall, dass die Begrifflichkeiten komplett vertauscht wurden und überhaupt nicht mehr eigentlich wirklich maßgebend sind. Also ich finde das ein total spannendes Thema. Nur jetzt glaube ich, führt es noch mal zu weit. Aber es war jetzt ein total wichtiger Einschub, finde ich, den man einfach woanders noch mal aufnehmen kann. Ich würde gerne mal zum Schluss noch mal auch eine etwas verschwörungstheoretische Frage stellen. Was glaubt ihr denn, was die eigentliche Zielrichtung dieser Volksabstimmung ist? Also Ralf hat gerade schon so ein bisschen angedeutet, er geht davon aus, dass da ja eigentlich ein guter Wille hintersteckt. Also Peter, gehst du auch davon aus, beziehungsweise Ralf, würdest du das so bestätigen? Also was meinst du, ist wirklich die Zielrichtung von diesem, Das kann ich also dir von nicht dieser sagen. ganzen Klima? Das weiß ich nicht. Was dahinter steht, ist im Grunde genommen, musstest du die Leute fragen, die das finanziert haben, zum Beispiel. Und da mal ein bisschen genauer hingucken. Und dann wissen wir eben ungefähr, was da eigentlich mit dem gemacht wird. Und ich bin nicht der Meinung, dass diese Klimaaktivisten. Vor ungefähr 4 Jahren oder so ist mir mal in den Kopf gekommen, wir werden irgendwann so was wie einen Ökofaschismus haben und wir erleben den gerade. Und die wurden indoktriniert, das ist Fakt. Die wurden im Grunde genommen, die ganze Zeit geht es immer nur darum, CO2, Klimakatastrophe ist sowieso immer Katastrophe, es wird nur mit der Angst argumentiert. Und am Ende ja, kommt das dann dabei raus. Und die Leute, die sich da auf die Straße kleben, wollen wir mal. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie wirklich dahinter stehen, weil Sie und nicht wirklich bezahlt wurden und so weiter und so fort. Dann würde ich das einfach mal außen vor lassen. Ich wünsche mir sehr, dass alle Politiker, die diese Sachen im Munde führen, auch wirklich davon überzeugt sind, sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie die nachts schlafen können. Ja? Und ich weiß es aber nicht, inwieweit die wirklich so ihr Hirn gewaschen sind und ich kann es. Naja, ist Also ein ich habe Thema den für. Eindruck, dass man das wirklich auch differenzieren muss. Ich glaube, diejenigen, die Ralf jetzt zum Beispiel meinte, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die da ganz wirklich das glauben.
Also wirklich den besten guten Willen haben und sehen, oh Gott, irgendwie die Menschen versauen ja die ganze Erde und der Klimawandel ist eine Riesengefahr und wir müssen unbedingt was tun. Und ich kenne auch noch, ich kann mich so erinnern, wie ich in meiner Jugend irgendwie war. Da war ich auch so total radikal, so, wow, irgendwie Atomkraftwerke und das muss weg und wow, und das war alles so. Man wollte unbedingt so die Welt irgendwie retten. Und ich sehe da eine ganz, ganz böse Intention bei ganz vielen. Ich glaube aber, dass die wirklich sehr benutzt werden für eine Intention, die eben da drüber steht und die absolut das Gegenteil von dem ist, von gut und für die Welt, sondern dass es da absolut um Kontrolle der Menschen geht und auch um weitere, also um noch größere Differenz zwischen Arm und Reich. Also für mich ist das noch mal klarer, dass da eigentlich diese Agenda weitergeführt wird von einer Elite und einer Menschenmenge, die einfach noch besser kontrolliert werden soll. Also das sehe ich hinter dieser ganzen Klimaagenda, genauso wie es auch bei den anderen Themen, die derzeit laufen, zu sehen Ja, ist. Also so absolut. verschwörungstheoretisch bin ich da Ich tatsächlich. unterstreiche jeden Satz, den du gerade gesagt hast. Ja, Ralf? Das ist durchaus möglich. Es ist sogar möglich, dass man durch solche Volksabstimmungen, ich sage das jetzt mal rein theoretisch, das Wesen der Volksabstimmung selber in Misskredit bringt, wenn man Vorschläge macht, die nicht zu erfüllen sind. Ganz, Das also meinte Peter wirklich gerade nicht zu schon. erfüllen sind. Absolut, absolut. Und dass dadurch gewissermaßen dann auch politische Weichenstellung für die Zukunft, jede Art von Diktatur, ich will mal sagen, erleichtern, weil wenn man sagt, was wir bringen, ist nur Blödsinn, die werden es schon wissen, dann gibt man alles ab und dann ist man genau da, wo wir sowieso die ganze Zeit schon sind. Sowas ist durchaus möglich. Das wird aber auch scheitern. Dieses ganze Projekt wird scheitern. Die DDR, sie scheitert an demselben Problem. Nur was ich auch für gut halte, also was ich auch für gut halte an der Geschichte ist, dass man als Bürger auch mal angefangen wird, aufgerufen zu werden, mal mitzudenken. So, weil ich habe ja von der ganzen Berliner Politik, die da bis hier jetzt lief, tatsächlich, obwohl ich in Berlin lebe, noch gar nichts mitgekriegt, bis plötzlich diese komischen Sperren überall auf der Straße waren. Ja. Und dann diese doofen Uhren da waren, ne? Also die Uhren, die ärgern mich Ja. wirklich. Das ist eine Aber andere Geschichte. Aber so in der Art, ne? Und dieses Aufwachen hat auch eine positive. Also ich bin nicht immer gegen Not. Ich bin auch nicht immer gegen Notlagen und ich bin auch nicht immer gegen Selbstbeschränkung. Gut wäre gewesen, wenn Leute, die jetzt ganz dafür sind für den Umweltschutz und so weiter und so fort, sich das bei sich selber schon gemacht hätten. Und da kommt was ganz Interessantes, dass die Hauptwähler der Grünen sind sehr gut situierte Intellektuelle mit tollen Autos und Wahnsinnshäusern und so weiter und so fort. Das ist der Großteil. Und da würde ich mal sagen, die hätten schon längst ihre Autos alle verkaufen können und wären hier mit dem Fahrrad unterwegs oder sowas. Und sind sie ja teilweise auch, aber in Berlin. Aber im Die letzten Dorf 10 Meter, ja. ist es halt schwierig, ne? Kannst halt nicht mit dem Fahrrad sein. Und so weiter und so fort. So, diese Geschichten. Die sind natürlich, wenn man sich selbst beschränkt, kommt man aus diesen Schwierigkeiten natürlich in gewissen Grade raus, solange einen die Kosten nicht völlig übertrumpfen, so dass man nachher. Ja, ich will da nur aber trotzdem noch mal voll rein, weil du sagst irgendwie Klima, Umwelt. Du sagst das in einem Zug. Es ist komplett das Gegenteil. Also die Agenda, die hier gefahren wird zum angeblichen Klimaschutz, hat mit Umweltschutz wirklich nichts zu tun. Ich meine, da werden alte Märchenwälder, wo ist das da an der Elbe oder an der Weser, irgendwie einfach mal platt gemacht, damit dann da irgendwie ein paar Windräder hinkommen. Und die Windräder werden dann irgendwie auch noch aus dem Tropenholz hergestellt und hier rüber geschippert. Ja, also es macht vorn und hinten keinen Sinn. Also wenn Und man dann? das umweltschutztechnisch betrachtet, ist das eine Umweltkatastrophe. Ich frage mich auch diejenigen, die jetzt meinen, Energie sparen zu wollen, ob die mal ausgerechnet haben, was diese Umstellung der gesamten Infrastruktur, von mir aus auch nur auf Elektroautos, was das an Energie kostet. Jetzt wollen die hier das ganz Deutschland umrüsten, also jetzt erstmal nur Berlin, alle Gebäude. Was ist denn das für ein Energieaufwand? Zum Energiesparen. Ja, all diese Fragen, die stehen alle müssten alle gestellt werden.
Und das Interessante bei den Windkraftanlagen ist ja noch, da wäge ja also konsequent in dieser Regierung, dass bei Ostwind die Windkraftanlagen abgestellt werden, weil der kommt von Russland. Und das wollen wir ja nun wahrlich nicht. Also dann sollten wir Nee, jetzt so das geht auch konsequent nicht. sein, den Wind, der aus dem Osten kommt, nicht zu nutzen für Ja, das unser ist total Ökostrom. unmoralisch. Also da bin ich voll dafür, dass das mal ein Gesetz wird. Da müssen wir Ja? gegenblasen. Also Dinger, die blasen dann. Ich möchte nicht von Ostwind hier meine Heizung und meinen Ja. Strom haben. Nicht, was Scheiße. aus Russland kommt, um Gottes Willen. Ich Das finde das wäre. total wichtig. Das ist sehr gut, Peter, dass du das sagst. Aber zum Glück gibt es meistens Westwind. Ja. Der aus dem Osten ist dann auch noch kalt. Das ist ja noch mal doppelt Aber scheiße. wir dürfen den Westwind nicht nach Osten lassen. Das kommt doch dazu, Oh genau. Nicht, Mann. dass Putin mit Ja. unserem guten Westwind dann noch Windkraftanlagen betreibt. Das wäre ja furchtbar. Wir müssten ihn hier abfangen. Oh Gott. Ja, aber wirklich, also ich finde, das ist wirklich zu differenzieren. Also Klimaschutz ist wirklich nicht gleich Umweltschutz. Und das ist was ganz anderes. Und da wird so kurzfristig meiner Meinung nach gedacht, dass es eigentlich nur eine Katastrophe führen kann. Das einzig Gute, was ich sehe, falls Berlin das umsetzt, dass dann alle anderen Städte sagen werden, wir machen das nicht. Ja, weil Berlin hat sich damit mal selbst ausgenockt, echt. Berlin wird dann nicht nur arm und sexy, sondern auch ekelhaft. Arm und unsexy. Ich werde trotzdem Berlin immer lieben. Oh, bei mir hört es schon Und langsam auf. ja, ihr Lieben, ich glaube, das reicht dann auch für dieses Thema. Wir müssen es ja nicht total überziehen mit noch tausend Sachen. Also ich meine, es ist mal ein Einblick. Ich hoffe, wir haben irgendwie ein bisschen zum Denken angeregt, hier und da vielleicht auch Widerstand provoziert. Ja, also ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben, die Ich Zuschauer würde gerne noch ein und kleines Schlusswort machen. oh ja, du darfst natürlich gerne einen kleinen Schluss machen. Sokrates. Die drei Siebe? Was immer du tust, du wirst es bereuen. Heirat oder heirate Und nicht. von Sokrates kommen auch die drei Siebe, ne? Können wir die noch mal in die Shownotes bringen oder dann? Das wäre mal ganz gut. Die drei Siebe von Sokrates, kennst du die? Was, die drei Die drei Siebe? was? Ich stelle sie euch drin in eine Das Nudelsieb? Telegram-Gruppe und dann kann die Diana die unter das YouTube-Video anhängen. Alles klar. Wenn man die nämlich mal bedenken würde, würde diese ganze Debatte anders geführt werden. Gut. Okay, super. Also dann danke ich euch, dass ihr dabei wart und danke den Zuschauern fürs Zuschauen und wünsche alles Gute. Bis bald. Bis bald. Ciao, Lass die ciao. Vögel piepen. Mach's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss.